Moorhuhn, wer kennt das nicht? Heute spiele ich mal ein bisschen Moorhuhn, die Jagd. Ich kenne das Spiel nur von damals. Mal gucken, wie sich das jetzt selber entwickelt. Ah, ich muss ja mal abschießen, okay. Wie damals. So. Reload. Okay. Da kann ich quasi irgendwie auf Reload gehen. Cool. So, über R, also mit R kann man übrigens nicht nachladen. So. Gibt es auch eine Zeit? Ach, die Kühe kann man, darf man nicht abschießen. Das gibt bei Minuspunkt, das ist ja geil. Ist ja geil. Reload. Ah, ist so wie damals, wo die Zeit hier abgelaufen ist. Cool, wo bin ich denn? Ich bin auf Platz 6. Für die erste Runde habe ich mich ein bisschen doof angestellt, weil ich nicht wusste, wie das Spiel funktioniert. Gott, das erinnert einen an Kindheitsgeschichten hier. So. Nicht jetzt. So. Okay. Okay. Oh, ach, da ist die Maus. Manchmal springt die Maus aus dem Bildschirm. Das ist dann natürlich ein bisschen doof, wenn man schießen möchte. Okay, dann einmal hier, einmal da, einmal da, einmal da, einmal da, einmal da, 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 da. Reload. Mal gucken, ob ich mich diesmal besser anstelle. Zumindest verfehle ich jetzt nicht, denn ich. Ah. Diesmal funktioniert es einigermaßen. Ah, meines Untertassen. Okay, reload. Viel Zeit habe ich jetzt nicht mehr. Ich baller jetzt auch nur irgendwie wild durch die Gegend herum. Manchmal reagiert das auch gar nicht. Jetzt bin ich auf Platz 2 mit 513. Das Spiel ist irgendwie cool. Ich glaube, ich mache noch eine Runde. So. Manchmal reagiert der Schuss auch gar nicht irgendwie, habe ich das Gefühl. Okay, reload. Na, ich bin gerade ein bisschen ruhig, weil ich mich hier konzentrieren muss. So, da hinten ist auch noch was.
Oh, fertig. Ja, manchmal springt die Maus ja auch total. So, jetzt noch auf Platz 4. Das Spiel macht irgendwie Fun. Kann ich gar nicht anders sagen. Das Spiel macht irgendwie total Spaß. Das ist so, das hat auf jeden Fall Suchtpotenzial. Mir gefällt das Spiel total. Diese Folge geht auch nur 5 Minuten bei, aus einem ganz anderen Grund. Ja, weil, ja, es ist schwierig, diese 575 jetzt hier zu bekommen. Ich kann es ja nochmal eine Runde versuchen. Crazy Chicken Invasion, quasi. Okay, den einen kriegt man irgendwie gar nicht. Okay, die Kuh darf man auch nicht erschießen, das gibt Minuspunkte. Ah, ich wünsche mir, das würde über die Taste R gehen. Dann könnte ich auch besser nachladen, weil so springe ich ständig aus dem Monitor. Um ehrlich zu sein, das werde ich ja nicht schaffen, weil ich springe ständig aus dem Monitor raus. Ich habe Platz 6. So. Ihr merkt schon, das Spiel macht echt Suchtpotenzial. Es macht euch Spaß. Noch eine Runde. Also jetzt die allerletzte Runde hier. Also wirklich. So, 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 so. Hey. Also manche kriegt man, hat man ja echt zu tun, die zu bekommen. So. So, hier hinten ist auf jeden Fall einer, 25. Ja, ich konzentriere mich gerade ein bisschen. Ich habe da irgendwie das Gefühl, es wird von Runde zu Runde weniger. Wieder Platz 6. Ja, wieder das. Ich habe mich schon verbessert, wieder ein paar. Aber den Platz 1 werde ich so, wenn mir die Finger jetzt ständig abfallen, nicht schaffen. Aber ich habe mich schon mal ganz oben platziert. Ich stehe jetzt 1, 2, 3, 4. Also 5 Mal habe ich jetzt gespielt. Also das Spiel macht echt Fun. Also ich kann es nur empfehlen, Crazy Chicken Invasion von Steam, also bei Steam zu erhalten, ist billig und es macht Spaß. Und ja, die alten Säcke erinnert es an alte Zeiten, wo man noch ja mit Nokia gespielt hat, die ersten Spiele. Ach nee, mit den ersten Winterspielen war das, glaube ich. Naja, egal. Lange, lange her.
Ja, das war's so. Moorhuhnjagd. Bye bye.